Jens ist hier als Vertreter des Bündnis MUT, M-U-T, Mensch, Umwelt, Tier. Diese Vereinigung hat sich auf die Fahnen geschrieben, die zunehmende Agrarindustrialisierung des Oldenburger Münsterlandes zu thematisieren und nach Möglichkeit auch, wenn nicht zu verhindern, so doch anzuprangern und zu verlangsamen. Aber Uwe wird hier heute nicht nur als Kritiker dieser Entwicklung auftreten, sondern er soll auch als kritischer Verbraucher den Bogen schlagen zwischen dem Handeln der Verbraucher einerseits und der Art und Weise von Landwirtschaft, wie sie betrieben werden kann in Zukunft andererseits. Bitte schön, Uwe. Ja, Ottmar, vielen Dank. Also eigentlich bin ich jetzt fertig. Ottmar hat das so gut zusammengefasst, das könnte ich gar nicht so passend hinkriegen. Und so haben wir auch die 6 Minuten eingehalten. Nachdem Ottmar gesagt hat, mir steht die Sicherheitsweste ein bisschen stramm, habe ich sie auch rausgezogen, um hier ein bisschen bessere Figur zu machen. Ich möchte jetzt ganz speziell als Augenzeuge sozusagen auf die Verhältnisse in einem Bereich eingehen, wo eine Entwicklung stattgefunden hat, die droht überall sich fortzupflanzen. Es wurde ja schon angesprochen, ich komme trete hier auch für das Bündnis Mensch, Umwelt und Tier und wir sind ein Zusammenschluss von Bürgerinitiativen, Landwirten, Umwelt- und Tierschützern. Wir sind ganz nebenbei Mitglied im Netzwerk Bauernhöfe statt Agrarfabriken Niedersachsen. Und wir setzen uns für eine faire und umweltfreundliche Landwirtschaft mit flächengebundener Tierhaltung bei besseren Haltungsbedingungen für die Tiere ein. Ich muss oder darf und bin auch stolz drauf, dazu sagen zu können, ich bin selbst Bauernkind, habe die Landwirtschaft von der Pike auf sozusagen miterlebt, habe aber eben auch miterlebt, wie es laufen kann, wie es aber nach meiner Meinung nicht laufen soll. Ich beziehe mich jetzt vor allem auf die Entwicklung im Landkreis Oldenburg, der ja nicht weit weg ist. Noch vor 20 Jahren hat es hier im größeren Umfang Weidehaltung gegeben, aber ein großer Teil der Grünlandflächen ist inzwischen umgebrochen worden zu Ackerland. Ganz überwiegend wird bei uns Mais angebaut, weil es einfach mehr Geld einbringt. Das ist also, der Hintergrund ist ein rein wirtschaftlicher. Viele Flächen wurden zusammengelegt. Das, was vorher an trennenden Hecken, an kleinen Baumbeständen dazwischen war, musste dann diesen Zusammenlegungen weichen und damit natürlich auch ein Großteil der Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren, die wir früher im Landkreis Oldenburg hatten. Früher, und dann beziehe ich mich auch auf rund 25, 30 Jahre zurück, hat man ganz überwiegend das Futter für die eigenen Tiere auch von den eigenen Feldern geholt. Das ist im Landkreis Oldenburg beispielsweise schon lange nicht mehr möglich. Wir haben viel mehr Tiere, als es die Flächen vor Ort eigentlich ermöglichen würden, zumindest was den Futteranbau betrifft. Große Ställe sind bei uns fast wie Pilze aus dem Boden geschossen und verschandeln die Landschaft. Die Zahl der Masthühner, um nur mal ein Beispiel zu nennen, ist von im Jahr 2000 ca. 2 Millionen Stück auf 6 Millionen angestiegen, in diesem kurzen Zeitraum von knapp 15 Jahren. Außerdem haben wir hier Ställe für 1,2 Millionen Mastputen, etwa 2 Millionen Legehennen und fast 500.000 Schweine, nur im Landkreis Oldenburg. Ganz nebenbei knapp 90 Biogasanlagen. Nochmal zurück zu den Ställen. Diese Ställe erzeugen in großen Mengen Ammoniak, Feinstaub und Keime. Diese Luftschadstoffe werden mit Hilfe von Lüftern weit in der Gegend verbreitet. Wälder und Naturschutzgebiete werden durch diese Abluft geschädigt. Das Grundwasser wird durch zu viel Mist und Gülle belastet. Sie gefährden auch im hohen Maß die Gesundheit der benachbarten Bevölkerung,
Denn diese Stäube und die Schadbestandteile in der Luft machen ja vor dem nächsten Haus auch nicht halt. Was natürlich vor allem für die Bauern von Belang ist. Sie tragen außerdem erheblich zum Kostenanstieg bei, dadurch, dass bei uns die Flächen, wenn man sie kaufen oder pachten will, immer teurer werden. Noch ist das Niveau im Ammerland Ostfriesland deutlich niedriger, aber im Landkreis Oldenburg sind wir längst über die 1.000-Euro-Grenze bei Pacht pro Hektar drüber weg. Da kann ein normaler Betrieb keinen Gewinn mehr draus ziehen. Das muss allen klar sein. Ich denke, den Landwirten ist das auch klar. Diese Ställe befeuern eine Überproduktion, die es fast unmöglich macht, zu fairen Erzeugerpreisen wieder zurückzukehren, sodass natürlich auch auf der Einkommensseite die Landwirte auf keinen grünen Zweig kommen können. In diesen Ställen werden Tiere auf engstem Raum zusammengefercht. Einem Mastschwein werden etwa 0,75 Quadratzentimeter Fläche zugestanden. Ein Masthuhn hat gerade mal so viel Fläche wie, also eine Fläche von 435 Quadratzentimetern. 435, das klingt erstmal viel, das ist eine Riesenzahl, aber das Blatt ist ziemlich klein. Ein Masthuhn. Eins. Da, wo viele Tiere leben, da siedeln sich natürlich auch ganz schnell die Schlachtereien an. Wir haben also hier auch, wir sind quasi Spitzenreiter, was die Putenschlachtungen angeht. Mit mindestens 80.000 Puten pro Tag werden im Landkreis Oldenburg so viel Puten geschlachtet wie nirgendwo sonst, mindestens in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Im Nachbarkreis Kloppenburg finden wir dann die großen Schweineschlachtbetriebe namhafter Hersteller wie Vion, Goldschmaus, Danish Crown, die ebenfalls mehrere tausend Schweine täglich schlachten. All diese Schlachtereien verbrauchen übrigens sehr viel Energie und sehr viel Wasser, oft über eigene Brunnen, oft auch mehr Wasser, als es die Natur vor Ort verträgt. Man muss also feststellen, dass die zunehmende Intensivierung der letzten Jahrzehnte für uns keine Fortschritte gebracht hat, für die Landwirte nicht, für die Umwelt nicht, für die Verbraucher nicht. Ganz im Gegenteil. Der Strukturwandel, oder man sollte eigentlich besser sagen, das Höfesterben, wurde durch diese riesigen Ställe nicht gebremst. Die Umwelt nimmt weiter Schaden und viele Menschen werden dort in den Schlachtbetrieben ausgebeutet. Und weil das alles nichts gebracht hat und auch zukünftig nichts bringen wird, ist es wichtig, dass wir hier heute alle zusammenstehen, dass wir zusammen ein Zeichen setzen gegen eine verfehlte Landwirtschaftspolitik. Eine Politik, die einseitig die Interessen weniger, aber sehr einflussreicher und agrarindustriell geprägter Unternehmen bedient, dabei aber die Umwelt belastet und das Tierleid fördert und letztendlich immer mehr bäuerliche Betriebe zur Aufgabe zwingt. Was können wir jetzt tun? Wir wissen alle, die Politik ist sehr träge. Natürlich müssen wir die Politik weiter bearbeiten. Wir selber als Verbraucher können aber auch schon vieles tun und müssten dabei nicht auf die Politik warten. Der erste Schritt ist hier vor Ort. Wir sind hier und machen Krach und melden uns und sagen, was wir wollen. Auch der zweite Schritt ist ganz einfach. Kaufen Sie Produkte aus der Region, die hier von den Landwirten vor Ort erzeugt worden sind. Wenn Sie bessere Haltungsbedingungen für die Tiere haben wollen, dann kaufen Sie die Produkte dort, wo die Tiere bessere Bedingungen bekommen.
nirgendwo anders. Und sagen Sie den Politikern ganz klar, was sie wollen. Welche Landwirtschaftspolitik sie von ihnen erwarten. Sagen Sie ihnen ganz klar, wer Umwelt und Klima nicht schützt, wer Menschen versklavt und Tiere quält, wird nicht gewählt. Dankeschön. Vielen Dank, Uwe Behrens.